Heute geht die paranormale Post ab. Bleibt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit Mad Chris. Heute habe ich etwas von The Darkest Secret für uns rausgesucht. Eine hoffentlich gute Compilation. Ja, wir haben ja oft mal bei The Darkest Secret gehabt, dass da nicht ganz so super Clips mit eingestreut waren. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Ne? Ja, ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein. Ja, hier ist The Darkest Secret. Viel Spaß. Ja, The Darkest Secret. Was haben wir denn da? Gruselige Videos, die uns glauben lassen, dass wir von Geistern verfolgt werden. Ja, schauen wir mal. Auf geht's. From a bus that should be empty, but shows inexplicable shadows, to several failures in reality, and the possible recording of a celestial entity. They all make up part of the following collection Spoiler. That I bring to you on this occasion. So get ready, because my name is Leonor Clay. Hey, Leonor. And this is The Darkest Secret. Yeah. Today we present incredible horror videos that will make you feel like ghosts are chasing you. Okay. Number 9. Auf geht's. We start with a footage that has given a lot to talk about on social networks. Look carefully at this bus. Do you see shadows inside? Well, its driver claims that at that moment, it was completely empty. Look at that, look at the chair playing. Look at that. Investigate. The empty bus. The empty bus. Small silhouettes similar to shadows cast by children are observed circulating inside the vehicle. The man with ich hätte ja jetzt auch vielleicht gesagt, dass das vielleicht was dahinter ist oder so, aber ich habe gerade gesehen, so zwei Arme, dass sich da irgendwie jemand, so als wenn sich da ein Kind da irgendwo festhält und so. Das ist schon seltsam, wenn der Bus leer war. The camera can't find any explanation for it. In fact, the camera moves quickly to verify that there was indeed no one inside. Ja, aber er ist ja jetzt nicht komplett da, um diese Paletten rum und hat in den Bus mal reingefilmt, sondern der ist ja dann praktisch so stehen geblieben, dass man ja gar nicht sehen konnte, ob der Bus jetzt wirklich leer ist. Das hätte er vielleicht schon machen sollen. Catches my attention is that it seems to be the same image that is repeated over and over again in different seats. Could they be ghosts of children that are captured on camera? Tell me what you think. Also ich glaube nicht, dass, also solange mir jetzt da keiner irgendwie nachweisen kann, dass der Bus tatsächlich leer war, sehe ich jetzt hier leider nichts Paranormales. Number 8. I'm just gonna keep documenting things that are going on with my tapestry. Ich sehe es schon. Albert Einstein had the idea of connecting the... Seht ihr das? Das sieht ja aus wie ein Gesicht. The wormhole. I just feel like there is a porthole, wormhole, and... Ein Wurmloch? Not gonna stop doing what I'm doing, and you can't stop... No one can stop me. I'm gonna keep documenting it. So, when I'm gone, keep this as a... It has crossed everyone's minds at some point to try to contact our deceased relatives, find out about them, how they feel, if they are okay where they are, overcome the fear that paranormal situations naturally provoke in us to find these answers. Some that as impossible as it may seem,
The Kelly Ghost TikTok account seems to be achieving in quite a particular way. She defines herself as a telepath who discovered a way to contact entities from beyond. Also praktisch ein Medium, die Kontakt aufnehmen kann mit dem Jenseits. To achieve this, she completely covers a mirror with a cloth or blanket and then brings it closer with a lit candle, thus being able to see the manifestation of faces, ja, genau, which would correspond to relatives who have already left this world. There are dozens of recordings that she has published that, by the way... Okay, nochmal zusammengefasst. Sie kann also Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen. Sie hängt da immer dieses Tuch vor Fenstern und so weiter. Und in diesem Tuch manifestieren sich dann Gesichter, Köpfe. Was man ja auch gerade schon direkt beim ersten Clip, also als es anfing, sehen konnte. Ja. Kann man natürlich auch, könnte sie natürlich auch nachstellen, das Ganze. Ne? Also ein bisschen tricksen. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass sie das könnte. Have shocked internet users because of how impressive they turned out to be. Another curious fact is that at no time does she refer to these entities as ghosts or spirits, referring to them as energies that tried to establish contact. Could everything that we see in her publications be true? Ich weiß nicht. So, dieses, das, was man da jetzt auf dem Tuch sieht, dieses Gesicht soll jetzt Ähnlichkeit haben mit diesem Mann. Okay. Wisst ihr, es ist ja nur wieder schwierig, es ist TikTok, ne? Und ja, wenn man interessante Clips hat bei TikTok, so wie diese Frau, kriegt man auch schnell Klicks. Likes, wir haben ja gerade gesehen, 1,2 Millionen Mal wurden ihre Beiträge geliked. Sie hat zwar jetzt nur 40.000 Follower, aber die Likes sind unglaublich. Sie muss natürlich immer Material nachschießen und sie hat sich da jetzt auch was sehr Interessantes eventuell ausgedacht. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist schwierig. Ja gut, sie hatte bei diesem Clip sich konzentriert und dann Kontakt mit dem Jenseits wohl aufgenommen. Dieses Gesicht kann man sehen, da, ne? Dieses vermutliche Gesicht. Und sie wirft jetzt halt Namen und Orte vielleicht oder auch Ereignisse so in den Raum, ohne jetzt die Geschichte von diesem Mann da zu kennen, weil das ist jetzt nachträglich, denke ich. Dieser Christopher, den Namen hat sie ja auch gesagt, hat sich da jetzt, ne, so irgendwie kam das bekannt vor und dieses Gesicht sieht angeblich auch aus wie sein Vater. Also steht da oben zumindest. Zufall. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ganz schwierig. Ich bin... Bei Medien, bei einem Medium bin ich von Natur aus etwas skeptisch, will mich dem aber auch nicht komplett verschließen. Auch hier nicht, ne? Also, die Vermutung legt nahe, dass das gefaked ist.
Aber ich möchte mich da auch jetzt nicht so festlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auf jeden Fall sehr Some faszinierend. say that it is. Ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Ne? Auch hier, wenn wir uns das so ansehen. Also, vielleicht hat sie einen Draht. Vielleicht. Fake. That none of this can be possible. However, others give her full credit, ensuring that her telepathic abilities, combined with the mirror and the blanket, act as true interdimensional portals, draw the attention of those souls who are in the afterlife. As expected, in this account, she first published clips making contact with her closest relatives, such as her grandparents and others. However, with the passage of time, she has also seen establishing contact with other entities, which also seem to be curious about what she can achieve. Without a doubt, one of the most shocking cases that I have seen in recent times. Ist schon kurios, ne? Do you think the same? Comment below. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Number 7. Also wie gesagt, ich möchte mich dem nicht komplett verschließen. Vielleicht ist es möglich. Vielleicht ist es aber auch nur Fake. Faszinierend. We continue descending to find an intriguing situation that happened during an American football game. Everything happens normally, but slow motion reveals a strange detail. This. It's like Velcro. Why is this? Look at it. I can't believe that. Why did you really just place it? What? Look at this. It's almost. It's almost. Don't you find the way it rests on his arm strange? Es sieht seltsam aus. Ich bin mir aber fast sicher, dass das eine Art Glitch ist von der Kamera. Weil das so schnelle Bewegungen sind, ne? If you look closely, he doesn't seem to make any effort to catch the ball, as if it practically went straight into his hands, without him having the slightest intention of catching it. Even those who were in charge of broadcasting the game were impressed by the strange maneuver. Even those who were in charge of broadcasting the game were impressed by the strange maneuver. Was it simply Ja, das ist eine Art Glitch, bin ich mir fast sicher. a coincidence? Or could it be that that player was programmed to catch the ball, but the glitch occurred in his code and he did not raise his hand? Also es ist kein übernatürlicher Glitch. Wir sind jetzt hier nicht in der Matrix, sondern das hat was mit der Kamera zu tun, ne? Mit der Aufnahme. And in time. It sounds crazy, but that's also what it looks like. Let me know your opinion. Das fällt wahrscheinlich in der normalen Aufnahme gar nicht so auf, sondern nur, wenn man das halt langsamer abspielt, in so einer Art Zeitlupe, ne? Ja. Number 6. Cool. This also came to me as a supposed failure in reality, but strictly speaking, it is one of those videos where perspective causes a strange effect. In the background, you can see how the young woman who was walking simply disappears without a trace. Where did she go? What happened to her? Could it be that she's walking right behind the woman in green? Ich dachte jetzt gerade, die meinen die mit den blauen, mit den leuchtenden Augen. Angeblich ist sie da hinten einfach verschwunden dahinter. Whoever sent this video asked us to focus on the girl dressed in blue. Okay. Who seems to have extremely disconcerting eyes. Coincidences or reality? Ist sie nach links gegangen oder irgendwie, keine Ahnung. So. Tell me what you think.
Da übersehen wir einfach nur was. Weiß ich nicht. Number 5. Weil er steht auch so weit im Vordergrund, vielleicht ist sie dann doch darüber. Da ist schwer zu sagen. Und die mit den Augen, das ist einfach nur von der Aufnahme her. Ja, die ist, glaube ich, einfach nur nach links. J. Roll Pena is a TikTok user who on his account made public a strange recording captured by himself one afternoon while returning home. I will let him be the one to explain it to you. Si alguien me puede explicar esto. Está lloviendo, son las 2:30 de la tarde. El sol está ahí posicionado. Y si ese es el sol, entonces que alguien me explique qué es eso de allá. Es como si hubieran dos soles. Entonces, si alguien tiene la respuesta a eso, que me pueda mandar la información. Das kann nicht sein, dass das eine die Sonne ist und das andere ist der Mond. Manchmal sind die auch gleichzeitig am Himmel. Oder das ist einfach nur eine Luft, eine Spiegelung von dem zur anderen Seite hin. Auch gut möglich, ne? Weil es halt so diesig ist, so wolkig, so komisch irgendwie halt, ne? Ja. Es ist sumamente extraño. Irgendeine vernünftige Erklärung wird es da geben. From an atmospheric phenomenon, a rare refraction of light, ja, and even the capture of a divinity. They all have been part of the impressive range of theories that some have left in the comment box. Es ist natürlich seltsam, wenn man sich jetzt nicht so genau damit dem Thema auskennt, ne, und da, wie sowas funktioniert mit irgendwelchen atmosphärischen Phänomenen und so weiter. Ist das natürlich schon faszinierend. Und dann steht man da und denkt sich, wow, wieso sind denn da zwei Sonnen am Himmel, ne? Das ist schon cool, aber wie gesagt, dafür wird es sicherlich eine logische Erklärung geben. However, for certain, none of these explanations have been 100% proven. Leaving this video as another testimony that we live with a reality whose logical rules seem to be breaking. Number 4. Cool, aber mehr auch nicht. The following footage corresponds to the abrupt end of an exploration that a group of youngsters carried out in what appears to be an amusement park in a state of abandonment. While trying to get off a slide, they noticed, and as incredible as it may sound, the presence of a disturbing being. Okay, ein paar Jugendliche im verlassenen Vergnügungspark, die erkunden das halt. Waiting for them below. Was ist denn da unten? Was ist das da? Was? Was ist da? Alter Falter. Habe ich mir jetzt in die Buchse gemacht. So. Boah, ist das widerlich. Was ist das? Was? Not only did it not stay at the bottom, but unexpectedly, it escalated until it was practically next to them, which clearly caused total fear quickly, especially when noticing the repetition and realizing that it was not human.
Was ist das? Warum? Its features. Warum? Features and appearance resemble those of an animal more than a human being. Ja. In later statements, they do assure. Das ist next level schlimm. That no one else apart from them was in the place, completely ruling out the idea that someone had worn a costume with the intention of scaring them. Aber auch wenn da jemand, also sagen wir mal, das ist hier gestellt und das ist, ne? Das ist gut Unterhaltung, ne? Muss ich ja sagen. Also ich habe hier meinen Bleistift durch die Gegend geworfen vor Schreck. Das ist gute Unterhaltung. Und da ist es mir jetzt auch eigentlich egal, ob es echt ist oder nicht. Ich habe mich erschrocken. Die haben ihre Mission erfüllt, ne? Ich hoffe, dass es nicht echt ist, weil was zum Henker. Undoubtedly a footage that leaves a lot to think about. Number 3. This video is made up of a couple of related recordings, independent sightings, but they have something in common. People believe that it is Jesus. Jesus. Oh Gott, Leute, ey. Ei, 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 ei. For John, a faithful subscriber, Google Maps has the proof of Jesus. Ja, natürlich. Since by browsing one of its routes, it is possible to find this image. Those who associated with the living image of Jesus. I already knew this story. I don't know why they associated with Jesus. This could be anything. Ja, das kann halt alles sein, das ist richtig. Ja, es kann auch was auf der Linse gewesen sein, also. However, I only take it out of the depths for the following video, where same breed, another one of our subscribers, believe he has captured the same thing that Google Maps captured at that time. Huh? Das gehört doch zum Gebäude. Was will er mir denn da jetzt da zeigen? Meint er das Schwarze hier? Aber das gehört doch zum Gebäude. It's a part of the building, my friend. Ja, same aber Breen, despite not considering himself a believer or. Der meint das doch, oder? Aber das ist doch ein Teil von dem Gebäude. Religious person is sure that this image. Übersehe ich da jetzt irgendwie was? Nee, ne? Der meint das doch da. Der meint doch das hier. Aber das ist doch ein Teil von dem Gebäude. Oder vielleicht steht da auch jemand oder was auch immer. Aber das. Hä? Warum, was hat das jetzt mit dem Jesusbild, mit der angeblichen Jesus-Erscheinung im Himmel in der Schweiz? Was hat das damit hier zu tun jetzt? Corresponds to that of Jesus. Wie kann man denn hieraus Jesus erkennen? Hä? Stating that footage of this type is becoming more and more frequent. Do you think that situations like this are actually confirming this theory? Which Was für eine Theorie? Welche Theorie soll jetzt damit bestätigt werden? Recently was only framed in biblical stories. Images that undoubtedly invite us to debate this topic. Next. Number 2. Danke. The following recording was captured outside a building which has been in a state of abandonment for decades.
reason for making what you will begin to see even more inexplicable. Und nun? Ja? Also, fassen wir da mal zusammen. Das soll also ein verlassenes Gebäude sein. Da fliegt jetzt so ein Fenstertürchen fliegt er jetzt auf. Oder geht auf. There is no wind at all. Also angeblich auch kein Wind. Aber es reicht ja schon Luftzug. Ja? Leichter. Muss ja dann mal ein Wind sein. Also das ist doch jetzt auch nichts Paranormales, Freunde. Wenn da jetzt noch ein hässlicher Kopf rausgucken würde oder so, ne? Wir sehen ja einfach nur, wie sich das da öffnet. Also wo ist jetzt das Problem? Das ist, glaube ich, das Fenster auch selbst sogar, ne? Also... Without a doubt, it is strange. Nee. Especially considering that in addition to there being no people in this place, there was no wind. Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn da jetzt behaupten, nein, es gab nicht mehr. Es gab nicht einen einzigen Windzug, der das hätte machen können. Warum denn nicht? Vor allen Dingen, woher sollt ihr das wissen? Die befinden sich unten. Das Ganze ist jetzt hier auch schon, weiß ich nicht, 8 Meter in der Höhe oder so, 6 Meter oder so. Da kann auch schon, da kann es tatsächlich auch mal Windzug geben, den man unten nicht spürt. Ja. Wo ist jetzt hier die Sensation? And no other external factor was present. But without a doubt, the most shocking information was provided by the man who recorded the sequence. Since he claims that before recording, he noticed the presence of a woman whose characteristics were completely perplexing. Also okay, der Typ, der das gefilmt hat, der hat angeblich eine Frau gesehen, die sehr seltsam aussah hinter den Fenstern. Ist das jetzt ein aktuelles Bild davon? Leute, das ist so eine Puppe. Could it be? Ah! Some spiritual entity that lies in this place. Nein. Tell me what you believe. Das ist nichts, das Fenster ist ein Luftzug, was Number weiß ich. One. Ja, ja. Eieiei. We finish with footage sent by Nielsen Granse from Paraguay, who noticed a strange situation in a video published by a well-known influencer from his country. What is it about? I will let the video play to see if you can appreciate it. Okay. Amigo vino acá, ure, hacemos con número 4, Miguel. Ya por mi número 4, bella. Ya por mí. Oh, am Kühlschrank an der Seite, ne? Ja, 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 ja. Ja, das ist wieder hier unser bleiches Gesicht mit den langen schwarzen Haaren, was ständig in irgendwelche Ecken im Wohnung guckt, ne? Das ist widerlich. Warum hinterm Kühlschrank? Dem ist das Lachen danach vergangen. Leute, ey. Our subscriber assures that this user usually publishes funny and entertaining content for his followers. That the paranormal and inexplicable are very far from being part of his content. Also ich glaube mittlerweile, ich habe ja auch zwischendurch immer das Gefühl, dass das gefaked ist und so weiter. Aber so viele Clips, wie wir mit diesen weißen Köpfen und den langen schwarzen Haaren sehen, die um welche Türecken, Türrahmen und sowas gucken, so langsam beschleicht mich doch tatsächlich das Gefühl, dass das echt ist. Dass das tatsächlich so ein komischer Dämon ist. Was weiß ich, oder irgendein Wesen, was es öfter mal gibt. Ne? Ist jetzt nicht immer das gleiche Wesen, aber ein Wesen, was halt immer gleich aussieht. Ja, also. And that this footage in particular seems to have been captured practically by chance. In fact,
No one there noticed the presence of that strange figure behind the refrigerator. Which is why this video is even more troubling. Could it be? Das ist echt widerlich. A ghost. Ich glaube nicht, dass das ein Geist ist. Wir sehen das viel zu oft, anstatt das wird nicht einfach nur ein Geist sein. Das ist, glaube ich, so eine Art Ghost-Dämon, den jeder irgendwie vielleicht hat. Oder viele Menschen. Und mit solchen Videos hat man den vielleicht mal zwischendurch einfach auf ein Bild gebannt. If you think so, let me know in the comment box. Because this video has come to an end. Ah. My name is Leonore Clay. Ja. Wow. Einmal Gänsehaut. Und zwar gewaltig. Der Vergnügungspark, das war echt nicht schön, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, es waren ja auch einige Clips dabei, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht unbedingt paranormal. Das ist jetzt nicht unbedingt was Paranormales. Ne? Ja, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von The Darkest Secret und auch zum Kanal. Ja, und ich würde sagen, ihr klickt euch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Grusel mit McChris. Jetzt könnt ihr getrost abschalten. Und ja, also haltet bis zum nächsten Mal die Ohren steif. Adios. In the dark of night, where the shadows dance, Matt Chris is awake, taking a chance. He's got his headphones on, tuning into the screen, searching for the answers in his wildest dreams. With a flickering screen and a pounding heart, deep into the dark, ready to restart. Every video he plays, every chilling tale, uncovering the truth, chasing a holy grail.